Never give it up. Schön. Das war ein richtig, das hat mich so zurück in meine Anfangszeit geworfen und das liebe ich. Also so, das war Kneipe, eine geile Kneipe, muss man sagen. Also echt eine geile Rock'n'Roll-Kneipe und einfach mit Gitarren und ganz akustisch irgendwie mal wieder ein Konzert zu machen, war einfach toll. Vielen Dank. Okay, jetzt nur die Männer. Verschränkte Arme im Kopf. Keiner kann mir sagen und keiner kann mir sagen. Die Männer machen weiter. 2, 3 und. Keiner kann dir sagen. Ganz genau, so ein bisschen, hä? Keiner kann dir sagen. Und die Männer machen weiter. 2, 3 und. Keiner kann und die dir Ladies. Sagen. Einfach Wahnsinn, wenn man so eine wunderbare Aktion macht, die ich ja wirklich extrem toll finde. Ich habe es ja bei meinen beiden Kollegen auch schon verfolgt. Und als ich dann an der Reihe war, habe ich gedacht, das mache ich unglaublich gerne und wird gerne der Nächste sein. Und jetzt hat es geklappt und ich bin sehr begeistert von der, auch von den Leuten, die hier waren, die auch tatsächlich draußen vor der Tür, es war ja nur begrenzt Platz. Aber viele haben einfach draußen von der Tour mitgehört und waren dabei und haben an die Fenster geklopft und so. Das war wirklich einfach, das war toll. Ganz tolle Stimmung und innen drin war es natürlich super heiß, was gut ist bei solchen kleinen Konzerten, wenn es dann trotzdem, wenn die Stimmung dann trotzdem überschwappt und so und dann wieder zurückkommt zu uns. Also meine Band und ich sind überglücklich. An das Engel-Team und vielen Dank für alle die Damen und Herren, die auch draußen stehen und Sascha jetzt ohne Bild, aber vom Ton gehört haben. Es war ein schöner Abend und bleibt dran, ihr Siebenbürger.